Mit U-Design Kalender kannst du Wochenkalender, Monatskalender oder Jahreskalender erstellen. Deine Kalender kannst du dann bei einer Druckerei anfertigen lassen oder auch daheim selbst drucken. Ich zeige heute, wie man einen Geburtstagskalender gestalten und drucken kann. Ich möchte einen Geburtstagskalender als Jahresübersicht erstellen. Dafür starte ich mit einer Vorlage, die ich anpassen werde. Ich möchte den Kalender am Ende selbst drucken, deshalb wähle ich das Format A4 quer. Die Anzeige für die Ringbindung benötige ich bei diesem einblättrigen Kalender nicht. Alle Bereiche des Kalenders sind frei editierbar. Hier oben sind Platzhalter für Bilder, die möchte ich in diesem Fall nicht nutzen, also entferne ich sie. Dafür ziehe ich mir das Kalendarium etwas höher. Ich entferne auch die Monatsbezeichnungen, weil diese nachher anders aussehen sollen und ich nicht jedes Element editieren möchte. Die Monatsbezeichnung soll etwas weiter unten stehen. Jetzt passe ich das Aussehen der noch vorhandenen Elemente an. Für das Kalendarium möchte ich andere Farben, deshalb ändere ich die Zellfarbe 2 in den Eigenschaften. Diese abwechselnde Zellfarbe soll mit einem saftigen Gelb erstrahlen und nicht mehr transparent sein. Die Sonntage sollen nun genauso aussehen wie die Samstage. Deshalb übernehme ich von dort die Eigenschaften. Ich kopiere den Farbwert für die Tagesnummer auf den Sonntag. Gleiches für den Tagesnamen, also Modi, Mi, Do und so weiter. Und auch die Wochennummer wird statt grün jetzt rötlich. In diesen Eigenschaften lassen sich letztlich auch weitere Formatierungen anpassen, wie die Schriftart, Schriftstärke und so weiter. Die Zellfarbe kopiere ich mir hier nochmal. Denn auch der Monatsname hier oben soll ein wenig anders aussehen. Er bekommt die gelbe Hintergrundfarbe und die Schrift darf etwas kleiner sein. Die erste Spalte ist jetzt fertig. Um dieses Design auch bei den anderen Spalten zu haben, kopiere ich meine Elemente. Ich mache das hier einzeln, aber man kann auch mehrere Elemente zusammenfassen und zusammen kopieren. Damit die Januarspalte weiß, dass sie den Februar anzeigen soll, ändere ich in den Eigenschaften den Datumsbereich auf Februar. Der Monatsname ist eine Variable, die sich auf ein bestimmtes Kalendarium bezieht. Hier muss ich jetzt also die Referenz ändern. Sie verweist jetzt auf das zuletzt hinzugefügte Februarkalendarium. Diese Schritte, Kalendariumsspalte kopieren, einfügen und den Datumsbereich anpassen, wiederhole ich, bis alle Kalendarien in meinem überarbeiteten Stil auf der Seite sind. Ich bin fertig, jetzt geht es an die Geburtstage. In U-Design Kalender sind bereits Termine enthalten, wie Feiertage und Ferien. Es lassen sich aber auch eigene anlegen. Meine eigene Ereignisliste nenne ich Geburtstage. Dieser Liste füge ich nun einzelne Termine zu. Ist der Haken bei Jahr aktiviert, wird im Kalender das jeweilige Alter mit vermerkt. Da kann man mit guten Augen das Ergebnis sehen. Die Schrift ist doch recht klein. Wie dieses Ereignis im Kalender dargestellt wird, bestimmen im Moment die Ereigniseinstellungen am Märzkalendarium. Ändere ich in dessen Eigenschaften die Schriftgröße, ändert sie sich für alle Ereignisse im März. Ich könnte jedem meiner 12 Kalendarien die gleichen oder unterschiedliche Einstellungen geben. Nochmal zurück zu diesem Ereignis. Möchte man einen immerwährenden Geburtstagskalender erstellen, ohne aktuellen Jahresbezug, kann man diesen Geburtsjahrhaken entfernen
und das Geburtsjahr beispielsweise in Klammern mit angeben. So wird das Alter jetzt nicht mit angezeigt. Damit ich die Schriftgröße 5 jetzt für alle Kalendarien und alle folgenden Geburtstagstermine erreiche, gebe ich der Ereignisliste direkt einen Stil vor. Die Geburtstagsliste bekommt eigene Eigenschaften. Zellen, die Ereignisse anzeigen, sollen die Schriftfarbe schwarz haben und allesamt in der Schriftgröße 5 angezeigt werden. Diese Einstellung an der Ereignisliste ist dominanter als die am Kalendarium. Zudem kann auch ein einzelner Termin einen eigenen Stil besitzen. Möchte man einzelnen Terminen zum Beispiel unterschiedliche Hintergrundfarben geben, gibt man diese Einstellung direkt am Ereignis an. Dann einfach eine Farbe auswählen und schon wird der Termin mit dieser Hintergrundfarbe angezeigt. Beim nächsten Termin genauso und der kann dann eine andere Hintergrundfarbe erhalten. Eigenschaft zufügen, Zellen, die Ereignisse anzeigen und als Wert Ereignis Hintergrundfarbe. Sind alle Termine eingetragen, lässt sich diese Liste speichern und auch bei anderen Kalenderprojekten weiter nutzen. Wer noch mehr Farbe mag, kann sich aus den vielen mitgelieferten Hintergründen bedienen und schauen, was passt und gefällt. Wenn ich zufrieden mit meinem Kalender bin, kann ich das Ergebnis als PDF ausgeben und dieses dann drucken und zum Beispiel im Büro aufhängen. Viel Freude beim Gestalten deiner eigenen Kalender. Sollte dir das Video gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Kanalabo. Danke!